Ja, einen wunderschönen prächtigen herzlich willkommen bei Dragon Ball Z Kakarot. Endlich ist es da, nach sehr, sehr langer Zeit. Nachdem man so lange nur die ganzen gleichen Spiele hatte wie Dragon Ball Xenoverse Tenkaichi, wobei Tenkaichi die besten Versionen waren. Ja, habe ich das Ganze auch ein bisschen weitergemacht, weil am Anfang ist natürlich, wie gewohnt, immer ein bisschen Tutorial. Und da dachte ich mir, das ist auch sowieso ein bisschen langweilig, ein bisschen lame. Die meisten kennen die Geschichten, wenn nicht. Selber schuld. Schämt euch. Nein, alles gut. Ja, dachte ich mir, hauen wir mal durch und spielen mal da weiter, wo ich gestern aufgehört habe. Es ist auch nicht allzu weit. Wir haben noch nicht so viel kennengelernt. Hat am Anfang nur ein bisschen was freigeschaltet. So, und da sind wir auch schon. Hier mit Zongoan auf unserer Jindo-Jun. Wir sind eigentlich unterwegs jetzt zur Richtung zu Muten Roshi, alias Herr der Schildkröten, alias Kami, alias Schieß mich tot. Und man kann natürlich jetzt hier einige Sachen. Die Steuerung ist ein bisschen nicht so leicht, wie man sich das denkt. Und man hat hier auf der Karte, kann man einiges sammeln. Gut, wir sind natürlich nicht so weit, dass wir alles sammeln können. Wir können natürlich noch nicht fliegen, weil das kommt ja erst dann, wenn er, sage ich mal, gegen Vegeta gekämpft hat. Aber die. Ah. Geil. Das heißt. Gut, und zwar mit diesen, es gibt ja verschiedene Farben, also so die Z-Farben hier, damit füllt man die Fähigkeiten auf, beziehungsweise man kann erst Fähigkeiten erlernen. Vielleicht kann ich darüber fliegen? Leider kann ich nicht beschleunigen, das geht immer so lahmarschig rüber. Okay, geht nicht, alles klar. Und zwar kann man Fähigkeiten erlernen. Aber man braucht gewisse, ja, ich sage mal jetzt Punkte und die sammelt man hier, wenn man zum Beispiel die blauen sucht, dann geht man übers Wasser. Rot ist eine Wüste, grün ist natürlich irgendwo im Grün, in der Wiese, wie auch immer halt, in den Bergen glaube ich auch noch. Und damit, mit den Punkten, kann man dann seine eigenen Attacken aufwerten. Das kann ich dann gleich auch zeigen. Nur wenn er nicht so lahmarschig wäre, wäre es sehr vom Vorteil. So, ja. Das Gute ist, man muss nicht so exakt darüber fliegen. Der sammelt die einen, glaubt, der hat so einen Radius von, ja, einen Meter vielleicht, also Spielmeter. So, dann zeige ich euch mal, was ich meine. Und zwar unter Charaktere, dann, ich spiele aber auf dem PC mit einem Xbox-Controller, deswegen nicht wundern. Und dann auf, super, da, so, und zwar könnt ihr hier. Das ist der ganze Fähigkeitsbaum. Das könnt ihr alles erlernen. Das ist. Oh, ich drücke mal auf den falschen Knopf. Man kennt's. Und zwar ist es hier. Da kann man, genau. Man kann bestimmte Sachen nur dann erlernen, wenn man die auch freige. Wenn man auch bestimmte Story-Erweiterungen hat. Also Fortschritt. Ist ja logisch, ne? Und ja, dann würde ich sagen, fliegen wir mal zurück nach der Schildkröten, da wo wir eigentlich auch hin sollten. Und gucken, was er halt haben will von mir. Und ich werde es auch nicht vorlesen, weil ich denke mal, das ist halt interessant, die Stimme einfach zu hören. こんにちは。はい。孫悟飯ちゅ。孫悟飯。そうか。死んだじいさんの名前を。ああ。いい名前だ。So, war eine kurze Sequenz. Wow. Schauen wir mal, ob wir hier vielleicht irgendwas finden. Das ist so der, ja, sag mal nicht Ultra-Instinkt, aber. Ah, cool. Und jetzt gibt es auch so kleine Enzyklopädien, die man immer haben kann, wenn man was findet. Dann schaltet man immer ein paar Sachen frei. Und ja, sind so. Hier ist jetzt so Dragon Ball Zeiten, so was damals alles war. Oder so ein paar wichtigen, halbwichtigen ja, Geschichten oder Ereignisse. So, da haben wir jetzt auch die. Enzyklopädie, die Erweiterung. Schauen wir gleich mal an. Und zu jeder Enzyklopädie, was wir freischalten, kriegen wir halt Belohnungen. Entweder sind es die D-Medaillen,
Oder irgendwelche Karten, keine Ahnung, was die Karten sind. Kein Schimmer. Aber ja, wird bestimmt noch irgendwie erklärt. Was ist das denn hier? Aha. Eiertexte Kampfkunst. Das ist bestimmt für mich, oder? Und zwar gibt es ja hier so die Community. Damit, es sind so passive Fähigkeiten, die man da erhöhen kann. Und ich schau mal kurz, kann ich dann hier drauf? Nee, wo war das? Ach, Seelenabzeichen, glaube ich. Aber man kann natürlich das Ganze erweitern und Geschenke machen, so dass man das Ganze erhöht vom Level her. Und ich schau mal kurz, ich weiß gar nicht, was hier wo ist. Ich werde auch erstmal nur Son Goku erstmal voll machen, die Geschenke. Ja, da. Ja, will ich. So, und dann kann man nämlich hier alles ein bisschen erweitern. So dass man. Okay, 9 plus 3, genau. Da, okay, alles klar. Jetzt raff ich das auch. durch jede Stufe, also durch den Rang, kriegt man so gesehen passive Fähigkeiten, wie hier zum Beispiel KI-Angriff und so weiter, ne? Und da gibt es halt, hier oben sieht man ja, da gibt es auch die Koch-Community. Da gibt es halt eine Ewigkeitsliste. Also es sind jetzt 7 Stück, so wie ich das hier sehe. Drei, ja, 7 Stück. Und ja gut, dadurch, dass ich noch ganz am Anfang bin, weiß ich natürlich nicht, was man hier wo wie macht. Ne? Ist ja logisch. Und ja, das ist so Passives, was ich auch geil finde. Dass man mehr machen kann, als nur seinen eigenen Charakter auszubauen. Oh, abbrechen. Und ja, also man sieht, man hat ewig Liste, also man hat 4 Seiten voll mit den ganzen, ich sag mal jetzt, Seelenabzeichen, Coins, wie man es auch nennen möchte. Ist es natürlich nicht wenig. Finde ich aber gut. Also man hat auf jeden Fall nebenbei viel zu tun. Und das finde ich echt nicht schlimm. So, schauen wir mal, was die Einzelnen wollen. Das kann man. Okay, ja. Ja. Gut. Was für ein Krillin. それがさ、あんまり修行ばっかしてっと。そっか。実はこのやつを倒して平和になったからな。おい、お主たち。え、いえ、僕。てっきり最近は修行をサボってるみたいな話。いや、やっぱ。何も特別な修行をせずとも日々が修行じゃ。お主よく動き、よく学び、よく遊び、よく返す言葉もございません。よし。お主らには日々が修行だということ。 Okay. Schildkrötenschule Trainingshandbuch. Oh. 修行を達成したら、わしの。わかったよ、じいちゃん。はい。無駄な。さてと、わしは。Ah, Lieblingsbeschäftigung. Natürlich. Ah, jetzt, das heißt, er kann die einzelnen Stufen und das zweite von rechts, keine Ahnung, was das ist, da macht er am meisten Punkte oder wie? Neues Community Board, okay, und was? Ah, okay, das, was ich nämlich auch dachte, wo was ich gesehen habe. Oh, Zen, oh. Ah, okay, das ist cool. Weil hier sind natürlich genügend Plätze, um die Coins auch hinzulegen, damit ich auch die ganzen Fähigkeiten erweitern kann. Aber das sieht ja echt. Kann ich irgendwie. Nee. Sehr schön. Cool. Freut mich. Ach, Blauen sind wohl Nebenquests. EP, genau. Okay, nur mit bestimmten Charakteren. Dann schauen wir mal, dass ich die Alte mal anspreche. Okay, in der Dragon Ball Serie war es ja, glaube ich, eine ältere Dame, ne? Mhm.
なんじゃ？Ach so. Oh. Natürlich nehmen wir an. Oh nein, die Bücher. Oh Mann. Das ist immer noch so geil. Ja, natürlich. Ein Badeanzug, Fotosammlung. Mhm. Alles klar. Wird gemacht. So, Ultra Instinct sollte vielleicht helfen? Was heißt Ultra Instinct aber? Ich finde das cool. Ich glaube, die Symbole, ich weiß nicht, was das bedeuten soll. Es kann aber das bedeuten, dass die wahrscheinlich Chi haben oder sowas. Was ist das denn? Wie kann ich denn da rüber gehen? Okay, keine Ahnung wie. So, schlag mal Bulma. Ja. Ah, sind mehr von denen? Ach was, ist ja cool. Also bestimmt für Muten Roshi die Trainingseinheiten. Riese, ja. Eigentlich ist es, also in Deutschland, also in der deutschen Version war es ja eine Frau. Wow. Aber immer eine D-Medaille. Weil die benötigt man, um, ja, sag mal, die ultimativen Attacken oder halt die höchsten Stufen, wie auch immer, oder bestimmte Stufen zu erreichen. Also wie Kamehameha, glaube ich, Stufe 3 oder sowas. Da braucht man diese D-Medaillen. Ein Buch für Erwachsene. Ja, sehr schön. Cool. Und drei andere Seiten wurden aktualisiert? Okay. Habe ich hier oder was? Nee, was für drei Seiten? Wahrscheinlich Community, wa? So, Seelenabzeichen. Ihm schenken wir es natürlich. Gerade für ihn. Oh, Rang 2. Verkaufspreis für Gegenstände plus 5%. Ich weiß gar nicht, was Raserei bedeutet, aber... Ah, warte mal, da war doch was gerade. Nein, falsche Seite, da. Warte mal, wo waren das? Da. Boni. Ah. Das heißt, da kommen noch Son Goten hin. Also ganz unten Shichi und Kinder, da müsste glaube ich Son Goten noch hinkommen dann. Cool. Nice, nice, nice. Dann können wir demnächst dieses Training weitermachen, wa? Cool. Gut, dann würde ich sagen, wär's das mal mit der ersten Folge. Das wird ein sehr, sehr langes Projekt, denke ich mal, wo wir einfach alles erkunden. Und ja, würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder einschaltet.
Dann sage ich, gehabt euch wohl, wünsche euch einen wunderschönen Prächtigen und sage tschö mit Ö, euer Keule. Ciao, ciao.